Mein Name ist Markus Stäuble, ich arbeite in der Bischofszell Nahrungsmittel als Fachgebietsleiter in den Getränk-Weichpackungen und wie Fachbetreuer für angehende Lebensmitteltechnologen. Ursprünglich habe ich Bäcker Konditor gelernt. Aufgrund von einer Mehlallergie musste ich den Beruf aufhören und habe mich dann mit der Berufsberatung zusammen entschieden, eine Umschulung zu machen, hier in der Wien als Bischofszell zum Lebensmitteltechnologen. Für mich ist immer ein Highlight, wenn man sieht, nach 3 Jahren Aufwand, Betreuen von Lernenden, Ausbilden von diesen jungen Leuten. Oder auch am Samstagmorgen, wenn ich die Mikrogang poste und der Kunde vor mir an der Kasse ein Produkt aufs Band anstellt, das ich produziert habe. Es gibt viele Sachen, wo ich stolz darauf bin, die ich erreicht habe. Es ist ein Lehrabschluss, den ich hier in der Biene machen durfte. Es gab später Weiterbildungen, die auch sehr erfolgreich waren. Die Herausforderung für mich ist, dass jeder Tag anders ist. Ich bin unterstützend hier für meine Mitarbeiter, helfe ihnen, ich plane, ich Entscheidungen treffe, ich die Leute schulen. Ich sage den Lernenden immer, ihr lernt nicht für mich und auch nicht für eure Eltern, ihr lernt für euch selber. Nach der Lehre durfte ich in der Biene bleiben, habe dort eine Weile weitergearbeitet, bin dann Springer geworden, später Teamleiter und jetzt seit einem guten Jahr Fachgebietsleiter. Während der Lehre konnte ich mir nicht vorstellen, dass ich irgendwann einmal die Leute führen soll. Ich habe dann schnell gemerkt, dass da noch etwas sein könnte, dass ich im Team gut arbeiten kann, dass ich mit Leuten gut umgehen kann. Und so bin ich da drin hineingewachsen.